Ein hochwertiger Carbonschaft, verstellbare Schaftbacke, Handspanner oder klassische Sicherung. Leicht und dazu noch in einigen Kalibern erhältlich. Wir haben heute die Steyr Gams für euch. Ob alle Punkte zutreffen und was sie noch zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hallo und herzlich willkommen bei Living Active. Der Name der neuen Steyr Gams gibt schon Aufschluss darüber, wo sie sich zu Hause fühlt. Von den ganzen Eckdaten her ist es die ultimative Hochgebirgswaffe. Vor uns haben wir die Steyr Gams im Kaliber 308 Winchester. Darauf ein GPU 1,5 bis 9x44 montiert und den neuen Steyr Breezer OSD 2 als Schalldämpfer. Aber von vorne. Die Gams gibt es in den Kalibern 223 Remington, 243 Winchester, 308 Winchester, 6,5 Creedmoor und 708 Remington. Sie hat einen kannelierten Lauf mit einer Länge von 485 mm, also knapp 19 Zoll. Der Lauf hat ein Mündungsgewinde in 1,528 UNEV und die Gesamtlänge beträgt 1023 mm. Der Schaft ist ein Carbon-Lochschaft. Je nach Ausführung komme ich auf ein Gewicht von 2,4 bis 2,5 Kilogramm ohne montierte Optik oder Schalldämpfer. Was schon mal sehr angenehm ist, wenn ich sie eine ganze Zeit lang tragen muss. Das Schöne am Schaft ist, dass er eine stufenlos verstellbare Schaftbacke hat. Einfach auf den Knopf drücken und auf die gewünschte Höhe einstellen. Somit kann ihn jeder auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Der Pistolengriff ist sehr steil, allerdings lässt er sich mit großen und kleinen Händen richtig gut greifen. Ist also auch für zierliche Hände sehr gut geeignet. Und auf jeden Fall ein Blick wert. Vorne und hinten sind wie üblich zwei Gewehrriemenhalter angebracht. Zusätzlich ist im Carbonschaft ein Adapter für Spartanzubehör eingegossen. Also können ein, zwei bzw. drei Beine einfach aufgesteckt und verwendet werden. Auf der Oberseite ist im System selbst schon eine Picatinny-Schiene integriert, sodass die Montage von Zielfernrohren ganz einfach ist. Als Sicherung haben wir zwei Varianten. Zum einen die Drei-Positionssicherung bzw. eine Drehradsicherung auf dem Kolbenhals. Hier gibt es drei Positionen. Einmal mit einem roten Punkt gekennzeichnet, dann ist die Waffe feuerbereit. Dann die Ladestellung, gekennzeichnet mit einem weißen Punkt. Hierbei lässt sich die Kammer noch öffnen und der Abzug ist gesperrt. Dann noch die vollgesicherte Variante. Um sie wieder zu entsperren, muss man den kleinen Kunststoffdrücker betätigen. In der vollgesicherten Stellung ist es jetzt noch möglich, den Kammerstängel an den Schaft anzudrücken. Dadurch wird das Safe Bolt System aktiviert und dann ist auch der Schlagbolzen formschlüssig blockiert. Drückt man nun die Sicherung nach vorne, hüpft der Kammerstängel mit einem leisen Geräusch wieder heraus. Dem Geräusch kann man entgegenwirken, indem man den Kammerstängel etwas zurückhält. Dann kann die Steyr Gams ganz leise entsichert werden. Nach etwas Übung ist das ohne Probleme möglich, was das Safe Bolt System zu einer sehr sicheren und auch praxistauglichen Variante macht. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es die Steyr Gams ebenfalls noch mit einem Handspannsystem. Das ist das gleiche wie bei der SM12. Und bei dem Handspannsystem gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Aus der Erfahrung heraus und aus unserem Test ist der Handspanner sehr leichtgängig und kann im Anschlag geh- oder entspannt werden, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Als Abzug ist ein Druckpunktabzug mit Rückstecher verbaut. Der Druckpunktabzug hat einen klitzekleinen Vorweg, ist aber schon so gut eingestellt, ich glaube nicht, dass man im normalen Jagdalltag
auf den Stecher zurückgreifen muss. Funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. So, was fehlt uns jetzt noch? Das Magazin. Als Magazin haben wir ein Kunststoffmagazin mit einer Kapazität von 4 Schuss. Summa summarum 4 Schuss im Magazin und eine im Lauf. Also bin ich mit 5 Schuss für alles gerüstet. Auf der Gams montiert ist der Steyr Puiser OSD2. Er hat eine Gesamtlänge von 220 mm und einen Durchmesser von 39,6 mm. Es ist ein Over-Barrel-Schalldämpfer, der die Waffe im aufgeschraubten Zustand um 140 mm verlängert. Das Gewicht beträgt 340 Gramm und die durchschnittliche Schalldämpfung beträgt 31 Dezibel. Montiert oder abmontiert ist er mit einer schwungvollen Bewegung, also alles ziemlich schnell erledigt. Durch die Form und den Übergangsadapter am Ende des Schalldämpfers schmiegt er sich sehr gut an das Äußere der Waffe an. Es entsteht somit eine schön fließende Form. Im Vergleich zum Standard-OSD ist er im Durchmesser nochmal eine ganze Spur schmaler geworden. Vorne hat der Schalldämpfer eine eigene Mündungskontur bekommen, die bewirkt, dass der Schall nach vorne abgeleitet wird. Alles in allem auch ein sehr schöner, zierlicher Schalldämpfer, der seinen Job gut meistert und richtig gut mit der Steyr Gams harmoniert. Da es ein Alu-Schalldämpfer ist, immer darauf achten, dass man ihn nach der Jagd abschraubt und trocknet. Dann hat man mit einem Alu-Dämpfer auch lange Freude. Wie immer ein kleines Fazit, für wen ist die Steyr Gams jetzt geeignet? Von der ganzen Erscheinung, dem Gewicht, der Haptik, auf jeden Fall für die Gebirgsjagd. Auch mit den angebotenen Kalibern ist man für die Bergjagd und für weite Schüsse gut gerüstet. Allerdings finde ich sie auch für unsere Breitengrade sehr gut geeignet. Gerade für die Rehwildjagd im Sommer ist eine leichtere Büchse auch immer sehr angenehm. Und in Zeiten von Vorsatzgeräten, wenn man bedenkt, was auf das Gewehr noch so alles draufkommt, ist eine Büchse mit knapp 2,5 Kilogramm auch nicht zu verachten. Immerhin fällt mit einer 308 Winchester oder einer 6,5 Creedmoor auch jede Sau um, die den richtigen Treffersitz hat. Deshalb würde ich sie jetzt gar nicht nur der Gebirgsjagd zuschreiben. Ich denke, hiermit können auch sehr viele andere sehr glücklich werden. Gerade wer viel pirscht, wird das ein oder andere Gramm, das man weniger tragen muss, am Ende des Tages bestimmt nicht vermissen. Und bei den angebotenen Kalibern ist der Rückstoß vor allem ohne Schalldämpfer auch durchaus händelbar. Das war's jetzt soweit von mir. Im Anschluss gibt es noch ein paar Aufnahmen, wo wir die Steyr Gams getestet haben. Also noch nicht abschalten und dranbleiben. Ich hoffe, ihr hattet genau wie ich ein wenig Spaß daran, euch die Steyr Gams anzuschauen. Kommt bei uns vorbei und nehmt sie einfach in die Hand. Oder schaut sie euch auf unserer Homepage www.livingactive.de an. Ein Blick wert ist sie auf jeden Fall. So, genug geredet. Ich hoffe, euch hat der Bericht gefallen. Falls ja, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Horrido und Weidmannsheim.